Moin Moin und willkommen zurück. Wir spielen nochmal weiter. Castle of Heart, exklusiv für die Switch. Sind Kapitel 3 angekommen. Und ja, es ist gar nicht mal so leicht, wie ich im letzten Let's Play gemerkt habe. Man stirbt schon relativ viel, weil die Energie ja immer verschwindet, durchgehend. Und man durch Gegner und durch Energie einsammeln wieder Energie bekommt. Ja, wir probieren es einfach mal weiter. Und es muss ja auch irgendwie besiege Feinde, um Energie wiederherzustellen. Muss ja auch möglich sein, ohne so viel zu sterben, da durchzukommen. Oh! Ach, guck mal. Hätte man auch sehen können, ne? Sah ja schon ein bisschen verdächtig nach Bomben aus. Also richtig viele Moves hat er leider nicht, der Gute. Oh nein. Mit. Wir kommen bestimmt rein, oder? Ah, guck mal. Knopf drücken. Sehr gut. Wir gehen trotzdem mal nach oben. So eine blöde Krähe da, die müssen wir mal erledigen. Und die Energie holen wir uns auch noch. Alter, das erinnert mich. Alter Golem. So, wir haben aber hier unten die Tür aufgemacht. Das heißt, da gehen wir noch mal kurz runter. Wenn wir das schon geschafft haben, dann gehen wir natürlich auch da längs. Gucken wir, wo es da hingeht. Das soll ja ernst. Ich bin jetzt da runtergefallen. Ein bisschen alter. Ich würde ganz gerne wissen. Ich würde natürlich ganz gerne den Diamanten da mitnehmen. Machen wir jetzt auch. So. Geht aber nicht weiter. Dann muss ich wieder zurückspringen. Ja, zurück ist nicht so schwer. Ja, man kann durch leicht dumme Tode sterben hier. Oh, schon aufpassen. Heieiei. Ich muss schon aufpassen, dass man nicht gleich drauf geht durch. Gut. Eine Kiste, was ist denn da drin? Das ist neu. Kisten sind neu. Hatte ich noch nicht gehabt. Ich habe ja noch keine gefunden, das kann ich auch sagen. So. Das ist natürlich auch easy, ne? Was liegt denn da? Knüppel, okay. Oh nein! Das war natürlich dumm. Der hätte mal eine Bombe hinwerfen können, das mache ich doch mal. Ich glaube, ich wäre schon weit genug weg gewesen. Anscheinend nicht. Na, oder? Oh. Praktisch, hier ist wieder eine Truhe. So, wir stellen mal hier auf Bomben ein. Rechts. Vielleicht eine Bombe werfen auf die. Beziehungsweise, ich könnte eigentlich auch das machen. Das ist ja nicht Schnuppe. Ui, jetzt haben wir wieder Bonus-Sachen hier. Und da ist ein Schrein. Perfekt. Nein, 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 nein! Ah, nein, das war wieder zu mutig, ne? Zu mutig. Das ist ein Seil. Finger. Oh. Teilweise aber auch echt gefährliche Sprungpassagen. Ja,
könnte er durchkommen ohne. Oh. Ist doch gar nicht so leicht hier. So, nehmen wir uns die Pfeile lieber mit. Die sind cooler. Oh nein! Das ist auch echt immer so ein Pfeilding, ja? Oh. Also ich spare mir ein bisschen auf, die Speere. Die sind immer relativ praktisch. Ah, verdammt, ich wollte die aufsparen. Ich denke, es kann ein bisschen mutiger sein, es ist ein Schrein in der Nähe hier. Oh nein, ich dachte, ich könnte da oben den. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange wir an diesem Spiel gesessen haben, aber ist jetzt nicht so, dass. Bis jetzt ist es noch kein Highlight. Aber es macht Spaß, ein bisschen durchzumetzeln. Aber man müsste den irgendwie so ein bisschen aufpimpen können, meine ich. Einen guten Mann, finde ich. Weil er kann zu wenig, finde ich. Ah, kommst du nicht mehr runter? Warte, blöde Krähe. Morgenstern. Oh, durch die Wand. Ja, ich habe irgendwie zu wenig von den Diamanten gefunden, wie ich sehe. Naja, nicht so schlimm. Okay, ich dachte, da könnte ich jetzt raufspringen. Kann ich das? Jetzt. Oh! Hält aber nicht lange an, hält aber nicht lange an, wie man sieht. Okay, also. Oh. Oh. Aha, dummes Viech, runtergefallen. Dummes Viech. Hm. Oh nein. Ach so, rollen. Okay, rollen. Okay, rollen. Okay, ist noch ein Diamant, aber bringt mir jetzt nicht mehr so viel, weil mir fehlen einfach zu viele. Naja, gucken wir mal. Genau rein. Aber Gott sei Dank kann ich mich gleich wieder lebendig machen hier.
dich dran. Ah, guck mal, wir hätten die das Fass getroffen. Dadurch sind die dann gestorben. Auch nicht schlecht. Ich werde mich ein bisschen durchmetzeln. Ich muss auch schnell durchkommen, kommen wir mehr Gegner anscheinend. Achso, okay, warte mal. Mal so machen. Das Blocken muss ich kriegen, habe ich noch nicht so richtig viel benutzt. Soll ich euch mal tun. Aber irgendwie brauchen wir das auch nicht wirklich. Kommt zumindest so vor. So, bevor wir einen Schrein benutzen, gucken wir hier oben, ob wir irgendwas machen können. Ah, guck mal da. Super. Okay. Durchlaufen oder rausspringen? Ich glaube durchlaufen. Mal rauf. Oh, ich muss mal hinterher laufen. Ich mache ein paar Gegner platt. Ja, anscheinend nicht. Mal draufstehen? Genau. Oh, warte. Kann man bestimmt draufspringen? Bringt das was? Gucken wir mal. Hey, ich glaube, ich kann nicht aufspringen. Da! Und da! Nicht! Oh nein, warte. Nicht durch da! Kann ich drauf? Ah, es kommt! Ist er durch! Ja, siehst du. Okay. Dann kann ich direkt oben rüberlaufen. Nein, wieso? Oh, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Special Move sollte man nicht benutzen, wenn man wenig Energie hat. Muss ein bisschen mehr passieren, sonst ist das Spiel ratzfatz langweilig, muss ich sagen. Also, da muss schon mehr kommen. Ah, okay. Ah, okay. Bringt mir jetzt nicht so viel, als der letzte ist, aber dann haben wir den schon mal. So. Ich komme jetzt noch nicht zu schreien. Ups. Von hinten. Ah! Lass ihn mal.
Ah, ist der Zauberer? Nein, bitte komm nicht näher. Ich habe auch kein Leid getan. Beruhigt euch. Ich meine euch kein Übel. Ich suche einen Weg, den bösen Zauberer zu besiegen. Die alte Frau sagt, ihr könnt mir helfen. Ich weiß nicht, warum alle glauben, ich wüsste, wie man ihn besiegt. Deshalb hat der Bürgermeister die Besessene nach mir geschickt. Ich weiß nicht, wie man ihn besiegt. Er ist so alt, selbst die ältesten Schriftrollen erwähnen ihn nicht. Es gibt jedoch eine Kreatur, die ebenso alt ist wie er. Sie kann euch helfen. Die Waldnatter, die vor Jahrhunderten in einer Krypta gesperrt wurde, gebunden von silbernen Fesseln, leidet sie für ihre schrecklichen Verbrechen. Findet sie und ihr erfahrt vielleicht etwas. Geht jetzt! Ich muss mich verstecken. Der Bürgermeister jagt mich noch. Und es ist nicht sicher hier. Naja, immerhin haben wir ein bisschen was erfahren. Nicht viel, aber ein bisschen was. So, bevor wir uns an Kapitel 4 wagen, danke ich euch für die Zusammenarbeit, wollte ich gerade sagen, fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge dabei. Und ich hoffe, dass ein bisschen mehr Action kommt. Vielleicht auch mal ein Endgegner oder ein Boss oder sowas. Das wäre doch ein Highlight. Vielen Dank. Wir sind ja auch erst in Kapitel 1. Ihr seht, bis Kapitel, also Abschnitt 5, da wird wahrscheinlich irgendwas kommen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.